Hallo, ich bin die Nina Dulek. Ich bin Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern und ich habe eine Bekannte, die wohnt in Melbourne. Das ist am anderen Ende der Welt in Australien. Und die hatten neulich so einen Shutdown. Da durften die nicht raus. Wochenlang, monatelang nicht aus der Haustür raus. Als der dann aufgelöst wurde, durfte sie wieder raus. Und ihre erste Reise ging auf eine Insel in der Nähe. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, das war ziemlich heiß da und das war nicht so aufregend, weil da waren ja nur einen ganzen Haufen Koalas in den Bäumen. Aber sonst war nichts los. Und ich so, einen ganzen Haufen Koalas in den Bäumen. Also wenn bei uns ein Haufen Koalas in den Bäumen wäre, dann wäre das schon ziemlich aufregend. Und genau, das fand ich irgendwie witzig. Und dann habe ich mich erinnert, einen Koala kenne ich, den kann ich ja sogar zeichnen. Und der geht ganz einfach. Und zwar ist das die Sydney aus die Schule der magischen Tiere. Und ich zeige euch mal, wie man Sydney zeichnet. Einen Koala. Die sind im Grunde einfach komplett rund. Kreis. Hier mache ich so eine Kurve hin. Das ist sozusagen das Knie, das Bein. Das hat sie so ein bisschen eingefaltet. Und so kommt hier die Pfote hin. Mache ich jetzt mal so. Dann haben wir hier die Nase. Da unten komme ich mit dem Kinn. Hier mache ich mal hier so den Mund hin. Ein Äuglein. Noch ein Äuglein. Und die haben schöne große Ohren. Haben wir schon einen ziemlich coolen Koala. Aber den malen wir natürlich noch aus. Was heißt wir? Ich zeichne mal den aus. Ihr malt den zu Hause dann auch aus. Da kann man dann, wenn man ausmalt, hier das Fell so ein bisschen zeigen. Das muss man auch nicht rundherum machen. Weil wir zeichnen ja, wir machen ja kein Foto vom Koala. Da würde man dann alles sehen. So, und dann wird er ausgemalt. Um die Augen rum, das habe ich mir so ein bisschen markiert. Das lasse ich weiß. Das Kinn lasse ich auch weiß. Und das Innere in den Ohren auch. Da ist mir dann meistens auch ziemlich egal, wie die in echt aussehen. Also ob da jetzt grau im Ohr ist oder was auch immer. Ich finde es einfach hübsch, wenn es weiß bleibt im Ohr oder rosa, wenn so ein bisschen was durchschimmert. Hier ist diese Kurve. Ist jetzt natürlich sehr grob, aber ihr könnt es nochmal ordentlicher machen. Öhrchen mache ich hier ein bisschen dunkler, damit sie sich ein kleines bisschen absetzen vom Rest. Die Augen werden wieder schwarz. Und die Nase, die mache ich, die ist glaube ich auch schwarz, aber da grundiere ich sozusagen mit ein bisschen Braun. Dann ist das nicht so ein hartes Schwarz am Ende. Und dann noch ein bisschen Kontraste dazu. Naja, Kontraste. Also ich mache jetzt einfach einen Haufen Fell. Warte. Das Kinn ist ja auch noch da. Und dann kommt noch ein bisschen Fell, das ich so zeige. Augenbrauen. Sonst wäre der Koala ja ganz nackiglich, wenn ich überhaupt kein Fell zeichne. Und das wäre zwar in Australien lustig, wäre auch nicht so schlimm, weil die haben es ja schön warm. Aber hier dieser Koala, der ist ja hier auf dem Lorenziberg und der würde dann frieren. Und das wäre nicht so schön.
Also, jetzt mache ich noch ein bisschen die Öhrchen, da so einen Schatten rein. Mit Beige zeichne ich das oft vor. Und dann gehe ich nochmal mit so einem Hellblau rein, weil ich das sehr hübsch finde, diese Kombination. Und fast fertig, wobei man sich natürlich wundert, warum der da so sitzt. Da habt ihr recht. Mache ich noch einen Eukalyptusbaum hin. Die Koalas, die riechen ja nach Hustenbonbon, weil die diese Eukalyptusblätter fressen. Die hier hat er alle schon abgefressen, deswegen sieht man jetzt leider kein Eukalyptusblatt mehr. Deswegen lächelt er auch so zufrieden. Also, hier ist der Koalabär. Fertig ist er. Genau, viel Spaß beim Koalabär zeichnen. Fell nicht vergessen, weil wir sind ja nicht in Australien. Ich freue mich über euer Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, weil mir fällt bestimmt, wie war das immer? Mir fällt noch was ein. Oder ihr bringt mich auf Ideen. Bis bald. Tschüss.